Ich nehme dich mit. Ciao. Er will mehr Digimon verschlingen, um seine Macht wiederzuerlangen. Wir müssen ihm hinterher. Okay. Lass dich nicht runterziehen. Riju wird uns niemals wirklich wehtun. Der Einfluss des Arcadimon ist offenbar stärker geworden. Das muss der Grund sein. Apropos Arcadimon, kann man hier in dem Spiel sich denn noch das Arcadimon machen? Kann ich mir das jetzt, ne? Das glaube ich nicht. Da! Stimmt, da war irgendwas. Da war irgendwas mit seiner Hand. Ich habe es aber wieder vergessen. Digimon und Menschen beeinflussen einander durch gute Gefühle wie durch schlechte. Wird ein Mensch von finsteren Gedanken heimgesucht, wird die Macht des Digimons verzehrt und beeinträchtigt dann den Menschen. Ich habe diesen Teufelskreis zwischen Mensch und Digimon schon viele Male gesehen. Rijus Absichten sind also seine eigenen. Aha. Oh, das hier. Ich erspare euch die Details. Spielt den ersten Teil, dann findet ihr es viel leichter heraus. Apropos, ich hatte mich aufgewärmt und einen Verschlinger verschlungen. Aber dann sah ich euch. Du kannst Verschlinger essen? Nun, es ist viel passiert. Ich glaube, ihr könnt meine Hilfe gebrauchen. Okay. Ich beobachte euch seit einer Weile. Ihr könnt es nicht alleine mit Rijo aufnehmen, richtig? Ich habe es gerade alleine mit ihm aufgenommen. Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich bin ziemlich mächtig. Es geht nichts über einen echten Kampf, um Macken auszubügeln. Und ihr habt gehört, was Rijo vorhat. Er ist genau wie ich. Sein Problem ist, dass er mit seiner Vergangenheit nicht klarkommt. Darum müssen wir der Sache ein Ende machen. Und zwar sofort. Hehe. Dann ist es beschlossen. Ich glaube, Harley ist gerade spazieren. Ich glaube, ich habe die Tür gehört. Ich brauche dafür das Baby, das voll hässlich ist wie ein Gehirn. Was? Von wem bekommt... Kann ich das bekommen? Welches Digimon ist das, Kutani? Bist du sicher, dass wir ihn über den Weg trauen können? Ich habe so etwas noch nie in der digitalen Welt gesehen. Keine Sorge, ich verschlinge keine Menschen. Was Digimon angeht, kann ich aber nichts versprechen. Oh Mann, lass doch mal Wormon in Ruhe. War nur ein Scherz. Gehen wir. Wir dürfen ihm keine Pause gönnen. Bis dann, Christina. Blub, 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 blub. Meisterdisk und anderen Kram. Okay. Das erste, was wir machen, ist wieder Zauberei. Verwalten. So, wir setzen mal wieder unsere Standard-Digimon ein. Gibt es hier ein Standard-Digimon-Standard-Ding? Warte mal, hier wird Fernseher. Da will ich hin. Da will ich hin, das da will ich machen. Boah, 1000 Yen, ne? Das ist ja teuer. So, dann gucken wir jetzt erstmal hier. Digitachionan. Palmon. Kam. Ja, stimmt. Geht gleich los. Komm, geht gleich los. Machen wir jetzt. Wir haben doch hier auch sogar DX bekommen. Ich finde Arcadimon ehrlich gesagt ziemlich cool. Das Grauen hat Stiftbeine. Können wir das schon haben? Können wir das schon haben? Ich kann mich an kein Baby-Digimon dieser Art erinnern. Ehrlich gesagt. Oh, Speicher ab mitnehmen.
meine, derzeit haben wir nicht das Speicherproblem, aber trotzdem. Kann ich hier eigentlich auch gleich in den Hals schieben. So. Muss ja sowieso. So, Digitationen. Palmon, digitiert zu... Was? Achso, Level 16. Oh, leck mich fett. Oh, leck mich fett. Apropos, schaut aus wie ein Insekt. Konnten wir nicht hier Matadormon zu einer Digitation machen? Zu dem da? Ich guck mal. Matadormon digitiert zu... Ich weiß es nicht. Piedmon! Alter Schinkenspicker! Jemand wollte ja sogar Piedmon werden. Schön. Tokomon. Können wir zu Lusmon machen. Okuwagamon können wir zu dem. Was auch immer machen. Später. Wer bin ich? Den Namen füge ich nachher alles später ein, ne? Okay, hier gibt es wieder mehrere Optionen. Oh, eine Kiste. Okay, die Option ist abgearbeitet. Gibt's hier keine Digimon? Mach das nicht. Hallo, Digimons. Bäh. Ich meine, es ist gut, dass wir die Sackkassen finden, aber trotzdem. Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm drei Mitstreiter mit. Hab ich? Farm Entwicklungskit. Oh, wir können... Was ist das jetzt für eine Scheiße? Hey, den kenne ich! Und hier ist dein Preis. Eine Jessmon-Medaille, eine Boost-Banane. Oh, das war's. Okay, das scheint immer. Wir machen mich fertig. Bin ich richtig? Ich bin richtig. Wie seltsam. Ist dir nicht aufgefallen? Wir kommen immer wieder an den gleichen Ort zurück. Es ist, als ob uns etwas davon abhält, weiterzukommen. Verstehe. Irgendwo macht sich jemand an den Gebietsdaten zu schaffen und verzerrt das ganze Gebiet. Wir sind nicht im Cyberspace, also hat die Person nicht die völlige Kontrolle, aber es genügt, um uns aufzuhalten. Da fällt mir nur eine Person ein. Riju. Genau. Er greift wohl irgendwo in Cyberspace auf diesen Ort zu. Wahrscheinlich will er hier die digitale Verschiebung statt... Weil hier die digitale Verschiebung stattfindet. Jetzt liegt es an uns. Revanchieren wir uns. Du weißt, was ich meine, nicht wahr? Nimm deine komische Fistfaust runter. Das Gebiet hacken und rückgängig machen. Das da. Genau, wie ich sehe, war Cheetos dir ein guter Lehrer. Wenn wir sein Cyberspace betreten, wird es zum Kampf kommen. Also gut, los geht's. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Wir hätten noch vorher unsere Digimon wechseln sollen. Fuck! Ich habe die Digimon nicht gewechselt. Ich hasse mich selber. Oh ja, tip. Na du, wer sind denn die? Es gibt keine Spuren von Riju. Ach, die Justigmon beherrscht Leute. Das verstehe ich nicht, aber es ist faszinierend. Wenn wir Riju erwischen wollen, müssen wir erst an denen vorbei. Löschen sie alle auf einmal. Okay. Ich hätte die Digimon wechseln sollen. Warum habe ich die Digimon nicht gewechselt? Jetzt mal ernsthaft, warum zum Deibel habe ich die Digimon nicht gewechselt?
Und warum ist Wormon einer unserer Freunde, der jetzt mitkämpfen muss? Das ist fucking Wormon. Oh, Dominanzkampf. Ich meine, niemand will einen Wormon haben. Wormon riecht unten rum nach Wurm. Ich gehe mal knallhart hier hin. Dann blocken wir sie nämlich gleich ab. Was will der? Ich habe kein Geld. Der soll mich auch nicht einquatschen. Naja, es sind ja zumindest keine harten Damage. So, dunkle Zone. Ciao. Naja, fast. Ciao. Ja, ich hätte echt die Digimon wechseln sollen, nur scheiße. Warum denke ich da nie dran? Ich hasse mich selber. Ja, ich hasse mich selber, du. Kann nicht sein. Ja, Mann, okay. Wir kriegen es aber mit ihm ganz gut hin, weil wir Arcadimon dabei haben. Das ist schon mal sehr hilfreich. Kriegen wir, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach. Ich weiß nicht, wen hat Arata da? Arata hat sich dabei. Okay. Okay. Hallo Kabuto. Physischer Angriff gegen einen Gegner. Eigentlich will ich, dass er alle trifft, oder? Weißmann ist schon mal tot, das ist gut. Hallo Zero. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. So, wir sind bei 23 Punkten. Ach süß, der greift an. Ja, das, jetzt hätten wir das wirklich wechseln sollen. Meistens wechsle ich sie ja nicht, weil ich ja die EXP haben will. Aber jetzt hätten wir sie für den Dominanzkampf, hätten wir sie wirklich wechseln sollen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich unsagbar leid. Ich werde mich heute Abend selbst geißeln dafür. Man hätte eh gemacht, aber... Ihr wisst, was ich meine. Komm mal weg. Ich prügel die erstmal davon. Mehr oder weniger. Kamehameha! Naja. Fast. Aber das Gute ist, Bancho Leomon. Bancho? Nee, Greb Leomon ist gleich tot. Ist tot. Und ihr könnt mir gar nichts anhaben. Na komm her, komm, leg dich mit mir an, Alter, ich mach dich platt. Ich mach jetzt einmal Kamehameha, Alter, und dann bist du weg. Dong. Aua. Tut doch nicht weh. Euer Pizza mit Dönerfleisch ist mega geil. Gott, Pizza mit Dönerfleisch hat echt Stil. Vor kurzem Türkenpizza gegessen. Wenn denn türkische Pizza oder so, aber Türkenpizza klingt echt, das klingt echt fies. Hab Türkenpizza gegessen. So, die sind sehr angeschlagen, aber der greift mich garantiert gleich an, also sind die gleich tot. Süß. Was, Mafia? Nee, ich kenn's auch nur unter türkisch Pizza oder Türkenpizza oder wie auch immer. Aber mit Dönerfleisch. Dönerfleisch ist sowieso mega geil. Also wenn man Fleisch heiraten könnte, dann würde ich Dönerfleisch heiraten. Ich würde einfach so einen Dönerspieß nehmen und es heiraten.
und dann mit zu mir ins Bett legen. Wobei ich der Meinung bin, das schon mal in irgendeinem Film gesehen zu haben. Ich guck komische Filme, ja. Zack. Nochmal 10 Punkte für uns. Du greifst ja garantiert ihn an. Nein, nicht heilen. Hey, Arschloch. Die Schalen habe ich jetzt auch. Fleisch von türkischen Kindern. Schmeckt das ja nicht sehr salzig und verschwitzt? Voll fies. Schmeckt das nicht sehr dunkel? Warum isst du nie wieder Dönerfleisch? Dönerfleisch ist super. Uns fehlen hier definitiv Punkte, ne? Nein, greif nicht das Wormon an! Wormon, du musst überleben! Wormon, lebe! Oh Gott. Hallo, Antonius. Oh Gott, der, Gott sei Dank, der heilt. Jetzt freue ich mich gerade darüber, dass er heilt. Mach mal wieder Heilung hier, bitte. Sehr schön. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht alle Wormon an. Nee, der macht das da. Lass Wormon in Ruhe. Wormon, das musst du überleben. Versprich es mir. Okay, werd überleben, glaube ich, hoffe ich. Okay, hat Wormon überlebt? Rückgewinnungscode. Hallo Edelgamer. Ach, mit Gammelfleisch, das... Ehrlich, das glaube ich gar nicht mal. So, wir gehen mal hier hin, das gibt einen Punkt. Dann brauchen wir da oben nicht den Fünfer machen. Nein, was machen wir? Okay, er greift ihn an. I say. Und nicht vergessen, Wormon, überleben. Überleben, nicht übergeben. Ich mache immer Heilung, weil, ne, das finde ich wichtig für Wormon irgendwie. So, letzter Punkt und dann haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Yeah. 163.625 EXP. Er ist ein bisschen wenig, ich weiß, aber trotzdem. Alter, gib das EXP, Alter. Ja, Examon ist Level 50. Examon muss zwei Dinger wegschmeißen. Ich meine theoretisch die beiden. Hallo, Scorpi. Die Auswirkung der Gehirnwäsche sollte nachlassen, wenn wir ihnen die Netzwerkbefugnis entziehen. Wow, Valkyra, wir haben definitiv mal in derselben Stadt gewohnt. Ich hatte nämlich auch in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, kam nämlich das Gerücht durch, dass ja, Sperma in der Soße des Dönerladens sein soll. Schön, entweder ist das so ein typisches Ding, oder wir haben in derselben Stadt gewohnt. Valkyra, also da, genau das Gerücht. Genau das Gerücht. Die werden uns keinen Ärger mehr machen. Erledigen wir diese Endlosschleife. Okay. In Ordnung, wir können jetzt weitergehen.
Gehen wir. Wir sollten ihn schließlich nicht warten lassen. Ja, Bärchen. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich liege gerne in... Ja, Kaiju, du siehst wirklich nicht so... Du siehst wirklich nicht so aus, als ob du gerne in der Sonne liegst. Also... nee. Also wirklich nicht, Kai. Nee.